Was machen Bergbegeisterte, wenn die Schneeverhältnisse in den Bergen für Wintersport nicht mehr geeignet sind? Wenn der schmelzende Schnee weder Wandern noch Bergsteigen im klassischen Sinn zulässt? Wenn der zu Ende gehende Winter Schnee und Eis in den Tälern wieder in fließende Bäche verwandelt? In höheren Lagen, in Schluchten oder an von der Frühlingssonne nicht beschienenen Wänden verbergen sich gefrorene Wasserfälle. Eine Spielwiese für jene Kletterer, die nicht auf den Sommer warten wollen und die den besonderen Nervenkitzel suchen. Das Klettern an spiegelblankem Eis in der Senkrechten. Das sportliche Eisklettern ist vielleicht 20 Jahre alt. Und das hat sich entwickelt, weil sich die Klettergeräte entwickelt haben. Geschichtlich gesehen ist das Bergsteigen gerade an den großen Eisbergen entstanden. Vor 200 Jahren ist der Mont Blanc bestiegen worden. Bereits vor 130 Jahren haben Bergführer mit Gästen die Monte Rosa Ostwand durchstiegen, die höchste Wand der Alpen. Allerdings ist sie nicht so steil, dass man dort schon moderne Klettergeräte brauchte, sonst hätte man sie damals nicht durchsteigen können. Aber wenn man zurückschaut und beobachtet, mit welcher Kühnheit und Ausdauer die Bergführer von Macugnaga, Zurbriggen zum Beispiel, oder auch die Burgener durch diese Wand gestiegen sind, dann ist der Respekt meinerseits sehr groß. Denn die haben entweder Stufen geschlagen oder sie sind mit ihren Kröteln, das waren vierzackige Steigeisen, natürlich etwas größer als diese. Man hat sie von den Holzfällern übernommen. Diese Wand durchstiegen, wo jedes Ausgleiten tödlich gewesen wäre. Es gab dann auch sehr viele tödliche Unglücke. Um die Jahrhundertwende gab es bereits zehnzackige Steigeisen, die in die Wand gestoßen wurden und für die vielfach auch noch Stufen geschlagen wurden, wenn es sehr steil war. Und erst in den 30er Jahren haben dann einige Tüftler, wie zum Beispiel Hans Ertl, die zwölfzackigen Steigeisen entwickelt, die wir heute alle noch benutzen. Heute mit Bindung, früher wurden die an die Schuhe geschnallt. Und das Neue daran war, dass diese Steigeisen vorne zwei Zacken haben, die frontal in die Wand geschlagen werden. Und damit kann ich, ohne Stufen zu schlagen, wie über eine Leiter die Wand hinaufsteigen, wenn ich die nötige Ausdauer in den Wadenmuskeln habe und natürlich diese Art des Steigens beherrsche. Im Sommer bieten Wasserfälle in den Bergen ein besonders reizvolles Naturschauspiel, das zum Verweilen und Betrachten einlädt. Wer sich aber damit nicht begnügen will und eine ganz besondere Herausforderung sucht, braucht Geduld. Er muss warten können. Auch wir haben den richtigen Augenblick abgewartet und hier ist es nun, das Ziel unserer Wünsche. Ein etwa 150 Meter hoher, gefrorener Wasserfall, versteckt in einer Schlucht bei Lappach in Südtirol, direkt südlich des Alpenhauptkammes, der Grenze zwischen Österreich und Italien. Die beiden Südtiroler Bergführer Hans Kammerlander und Oswald Santin sind auf ihrem einsamen Weg zum Einstieg. Kaum jemand kommt auf die Idee, bei diesen Verhältnissen hier eine Wanderung zu machen, es sei denn, er hat das gleiche Ziel wie wir. Der Berg, oder genauer gesagt der Wasserfall, wird heute also uns allein gehören. Wir haben einen idealen Tag abgewartet. Die Temperatur ist heute Morgen auf knapp über 0 Grad gestiegen, fürs Eisklettern also die besten Voraussetzungen. Die kleine Schlucht wird von den Sonnenstrahlen so gut wie nie erreicht. Da wir uns beim Klettern am Eis keine kalten Füße holen wollen, haben wir schon beim Losgehen unsere steigeisenfesten Plastikschalenschuhe angezogen, um sie schon beim Anstieg warm zu laufen. So, beim Einstieg. Können wir die Steigeisen anziehen, ne? Ja. Schau, da drüben ist ein schöner Platz. Stellen wir uns ein. Ja, ich glaube, heute sind die optimalen Verhältnisse.
Beim Klettern an gefrorenen Wasserfällen spielt die Ausrüstung neben Können und Kondition eine entscheidende Rolle. 12 zackige Steigeisen, Eisbeile mit an die Eisbeschaffenheit angepassten Hauen und eine ausreichende Anzahl von Eisschrauben sind entscheidend für den Erfolg. Auch ein Helm ist unerlässlich. Der jeweils voraussteigende Kletterer löst beim Einschlagen der Eisgeräte zwangsläufig größere Eisstücke heraus, die den weiter unten Sichernden dann sozusagen unter Beschuss nehmen. Ohne Helm würde das furchtbare Verletzungen zur Folge haben. Oswald übernimmt jetzt den Vorstieg in der ersten Seillänge. Beeindruckende 150 Meter spiegelblankes Eis liegen über ihm. Stürzen sollte man hier besser nicht. Auf dieser Rutschbahn hält einen nichts mehr. Ab und an wird zwar eine Eisschraube als Zwischensicherung eingesetzt, aber es ist ratsam, dass man sich nicht blind auf deren Haltekraft verlässt. So manches Mal hat es eine Eisschraube im Fall eines Sturzes aus dem Eis herausgerissen. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass gerade beim Eisklettern Standplatz und auch Zwischensicherungen nicht die maßgebliche Sicherheit darstellen. Gerade bei dieser Art des Kletterns ist die richtige Einschätzung des eigenen Könnens und der Eisverhältnisse von entscheidender Bedeutung. Und es braucht viel Erfahrung, die Konsistenz des Eises richtig einzuschätzen, die richtigen Stellen zu finden, an denen die Eisgeräte auch ausreichend Halt bieten. Bis 1970 waren 60 bis 65 Grad steile, glasig gewordene, das heißt vom Wassereis überflossene Eisflanken möglich. Darüber hinaus wurde mit technischen Hilfsmitteln, mit Eishaken und mit Eisschrauben, die schauten damals aus wie Korkenzieher, gesichert, nachgeholfen, technisch geklettert. Dann hat sich plötzlich aus Frankreich kommend eine neue Art des Eiskletterns durchgesetzt, die sogenannte Biolet-Traktion, also das Einschlagen der Eisgeräte, die jetzt sehr sophisticated sein mussten, weit entwickelt, mit bestimmten Winkeln, mit bestimmten Ansätzen, Rohr, Eispickel, ganz spitze, schmale Eispickel, die das Eis nicht sprengen. Mit diesen Geräten, die ich als verlängerte Arme benutze, kann ich eine senkrechte Wand hochsteigen, wenn ich die Ausdauer habe, das Können habe. An den Füßen natürlich wieder die Steigeisen. Es ist ähnlich wie das freie Klettern im Fels, mit dem Unterschied allerdings, dass ich nicht Griffe und Tritte benutze, sondern an bestimmten Stellen, meist etwas von Luftblasen durchsetzten Stellen, diese Geräte einschlage und mich daran hochziehe. Inzwischen hat Hans den Vorstieg in der zweiten Seillänge übernommen. Das Eis wird steiler. Die Beine übernehmen zwar die Hauptarbeit beim Steigen, aber mit zunehmender Steilheit wird auch die Haltekraft der Armmuskulatur mehr und mehr beansprucht. Untrainierte dürften also wenig Freude am Eisklettern haben. Dazu kommt noch, dass Ermüdung die Gefahr eines Sturzes drastisch erhöht. Ein Moment der Schwäche, der Unachtsamkeit und es geht unweigerlich ab in die Tiefe. Neben ausreichender Vorbereitung und entsprechendem Training ist die richtige Technik von entscheidender Bedeutung. Und die ist gar nicht so schwierig zu erlernen. Unter der fachkundigen Anleitung eines Bergführers, natürlich an viel kleineren Wasserfällen, kommt auch der Neuling recht schnell zu Erfolgserlebnissen. Nur Konzentration und Ausdauer braucht's halt schon. Aber das ist eben, wie schon gesagt, reine Trainingssache. Beim Anblick dieser Bilder wird deutlich, neben aller Technik und Kondition benötigt man unbedingt auch eine gehörige Portion guter Nerven, um dieser Art des Bergsteigens auf Freude abgewickeln zu können. Und obwohl Hans diese guten Nerven hat, ab und zu eine Eisschraube als Zwischensicherung kann nicht schaden. Die Beschaffenheit des Eises ist heute, wie gesagt, geradezu ideal. Wäre es zu kalt, wäre auch das Eis sehr spröde. Bei diesen günstigen Temperaturverhältnissen aber ist es relativ weich, saftig,
wie wir in der Fachsprache sagen. Die Eisschrauben und auch die eingeschlagenen Eisgeräte sprengen das Eis kaum, was die Haltekraft erheblich steigert und die Gefahr des Ausbrechens deutlich reduziert. Trotzdem darf man natürlich nicht leichtsinnig werden. Die Stellen im Eis, in die Eisschrauben zur Sicherung eingesetzt werden sollen, müssen sorgfältig ausgesucht sein und das Einschlagen der Eisgeräte muss mit äußerster Präzision erfolgen. Hans ist das 50-Meter-Seil jetzt ausgegangen. Er richtet einen Stand ein. Für Standplätze verwendet man in aller Regel mehrere Eisschrauben, um die Belastung im Falle eines Sturzes auf mehrere Haltepunkte zu verteilen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass der jeweils Nachsteigende die Eisschrauben wieder aus dem Eis herausdreht und mitnimmt. Weiter oben würden sie sonst fehlen, was im ungünstigsten Fall ein Weiterkommen unmöglich machen könnte. Das wäre zwar keine Katastrophe, aber schade wäre es eben schon, wenn man bei solch selten günstigen Bedingungen wegen einer Nachlässigkeit eine Tour abbrechen müsste. Und ohne Sicherungsmöglichkeit weiterzuklettern, wäre ein unverantwortlicher Leichtsinn. Wenn man den beiden so zuschaut, könnte man beinahe vergessen, dass es sich um eine äußerst glatte Angelegenheit handelt. Aber gerade das macht ja den Reiz des Eiskletterns aus, des Kletterns genau dort, wo es eigentlich unmöglich erscheint. Ich selber habe dieses Klettern bereits in den 60er Jahren an kleinen Wasserfällen geübt, um für die großen Eiswände in den Alpen trainiert zu sein, um Geschicklichkeit zu entwickeln. Und ich habe selber eine einzige kühne und freche Erstbegehung dieser Art gemacht am Kilimanjaro in Afrika. Und das eigentlich nur, weil wir hinkamen, als zwei Amerikaner an dieser Wand gerade gescheitert waren. Rob Taylor, ein amerikanischer Eiskletterer, und Henry Barber, der damals führende Felskletterer der Welt, auch ein Amerikaner, hatten versucht, die Breach Wall am Kilimandscharo zu klettern, die im unteren Teil so ist wie die Eiger Nordwand, nicht so hoch, aber ähnlich strukturiert, Fels, Eisflanken. Und sie kletterten hoch bis in das letzte Viertel. Dort gibt es einen etwa 60 bis 80 Meter hohen senkrechten Wasserfall, weil die Wand selber, die Felswand, hängt über. Von oben kommt Wasser herunter und dieses Wasser friert außen herum, sodass innen wie durch einen großen Schlauch, 5-6 Meter dick, das Wasser herunterfließen kann und außen herum friert das Ganze. Und an diesem gefrorenen Wasserfall haben sie versucht hochzusteigen. Sie hatten ausgezeichnete Geräte dabei, aber sie haben sich nicht genügend gesichert. Rob Taylor ist runtergefallen, etwa ein Dutzend Meter weit, hat sich den Knöchel gebrochen, offener Bruch. Henry Barber konnte ihn natürlich nicht aus der Wand tragen. Sie haben sich entschlossen, sich zu trennen. Henry Barber ist runtergelaufen ins Tal. Rob Taylor ist oben ohne Essen, ohne Trinken, im Schlafsack mit seiner Verletzung liegen geblieben. Und Henry Barber hat lange gebraucht, um aus der Wand herauszuklettern. Er ist herausgequert auf den Heimgletscher, dann heruntergestiegen. Erst nach 3 Tagen, völlig ausgehungert, verzweifelt, kam er zu den ersten Menschen. Erst Tage später ist eine Rettungsgruppe zusammengestellt worden, die Odd Eliassen, ein Norweger, da unten Hütten gebaut hat, angeführt hat. Sie kamen nach 7 Tagen, 7 Tage nach dem Unglück, an die Unfallstelle und haben nun diesen völlig ausgedörrten, verzweifelten Rob Taylor gefunden, der zum Glück noch gelebt hat, und der wurde dann heruntergebracht und in der Klinik versorgt. Eine sehr dramatische Geschichte, die zum Glück, zu guter Letzt, gut ausgegangen ist. Die eben passiert ist, weil eines der Eisgeräte in diesem morschen Wassereis nicht gehalten hat und weil nicht genügend Sicherungshaken da war. Wir haben zum Glück ausreichend Eisschrauben dabei und wir verwenden sie auch. Zwar ist das Einschrauben eine zeitraubende Angelegenheit, aber Zeit haben wir ja genug. 150 Meter fast senkrechtes Eis ist nicht gerade eine Kleinigkeit. Hinunter kommt man allerdings sehr schnell.
Das Angenehme beim Klettern an gefrorenen Wasserfällen in den Alpen ist nämlich, dass es, sollte es die Situation erfordern, fast immer die Möglichkeit gibt, zur Seite hin auszuqueren und bequem durch eisfreies Gelände abzusteigen. Und wenn das nicht möglich ist, dann seilt man sich eben über den Wasserfall wieder ab. Das Einzige, was passieren kann, man opfert einige Eisschrauben. Wir haben aber glücklicherweise keinen Anlass, über einen Abbruch nachzudenken. Oswald ist jetzt wieder im Vorstieg. Die dritte und damit letzte Seillänge. Er muss jetzt nur noch die sogenannte Kerze erklettern, dann ist er oben. Allerdings ist gerade diese Kerze meist das steilste Stück des Wasserfalls und erfordert damit auch die meiste Kraft. Durch das ständige Stehen auf den Frontalzacken der Steigeisen schmerzen die Wadenmuskeln allem Training zum Trotz inzwischen doch ein wenig. Da hilft nur Zähne zusammenbeißen und einfach weitergehen. Ausruhen gibt es bei dieser Steilheit nicht. Nirgends gibt es eine Möglichkeit, den ganzen Fuß zur Entlastung der Muskeln aufzusetzen. Aber der Ausstieg ist nicht mehr weit und das letzte Stück packen wir auch noch. Vielleicht noch ein Tipp für die, die es auch mal probieren wollen. Ein unerlässliches Requisit beim Eisklettern sind Handschuhe. Das Einschlagen der Eisgeräte ist ohne Handschuhe eine auf Dauer äußerst schmerzhafte Sache, die in aller Regel blutig endet. Ganz davon abgesehen, dass es ohne Handschuhe auch unangenehm kalt werden kann. Alpen fällt an vielen steilen Wänden sommers wie im Herbst und im Winter oder im Frühling Wasser herab. Wenn es nun kalt genug ist, das ist nicht in jedem Winter so in letzter Zeit, weil es ja wärmer wird, dann friert dieses Wasser. Und langsam bildet sich auf dem Felsen drauf oder in einer Schlucht drinnen ein zu Eis erstarrter Wasserfall. Das Eis ist konsistenter als das am Kilimanjaro. Und da ist das Klettern in der Senkrechten, ja im Überhängenden, möglich. Und heute suchen die jungen Freaks, die jungen Eiskletterer, die sich gerade in diese Art des Steigens vernarrt haben, verliebt haben, überall in den Alpen diese Striche, die im Herbst schon als graue Striche zu erkennen sind, aus, um da hochzusteigen. Sie warten auf den richtigen Tag, wenn das Eis die beste Konsistenz hat und klettern hoch. Und das ist eine neue Spielart des Bergsteigens, die mich fasziniert, obwohl ich sie kaum betreibe. Und von der ich verstehe, dass ein Nervenkitzel ausgeht. Dass einer die Schwierigkeiten immer wieder steigern will. Dass einer, der eine 100 Meter hohe Wand durchstiegen hat, einen Wasserfall durchstiegen hat, einen gefrorenen, einen sucht, der 150 Meter hoch ist, der es noch steiler ist, wo das Eis vielleicht noch dünner ist. Und in diesem Zusammenhang wird dieses Eisklettern wie eine Droge. Es muss immer mehr sein, es muss immer schwieriger sein, es muss immer aufregen. Denn wenn ich eine Schwierigkeit beherrsche, das gilt für das Felsklettern, für das Höhenbergsteigen, das gilt sogar für die Haupttätigkeit, die ich heute betreibe, das lange Marschieren über diese Eisflächen, Antarktis, Arktis. Er will immer ein bisschen mehr. Die Dosis, wenn ich es negativ ausdrücke, muss immer höher sein. Zum Glück ist dieses Drogenabhängigsein nicht körperlich schädigend, wenn wir uns nicht Gefahren aussetzen, denen wir nicht gewachsen sind. Ich würde mir wünschen, dass viele junge Menschen statt irgendwo im Drogenrausch zu enden, sich den Bergen verschreiben. Den Bergen, wo sie eine natürliche Droge finden, wo sie sich auch steigern können, wo sie auch ein High, ein Hoch erleben können. Allerdings ein Natural High, wie ich das nenne, ein natürliches Hochgefühl und nicht ein künstlich hergestelltes, das nachher zusammenbricht und am Ende den Menschen völlig zerstört. Und in der Tat,
Ein Nervenkitzel bereitet uns diese spezielle Art des Kletterns schon. Es ist ein berauschendes Gefühl, das eigentlich Unmögliche möglich zu machen. Diese glasig gefrorene, im oberen Teil nahezu senkrechte Rutschbahn fast spielerisch hinaufzuklettern. Die Umgebung und die Zeit zu vergessen und sich einfach dem Rausch der Vertikalen hinzugeben. Manch einer wird sich vielleicht fragen, ob man bei dieser heiklen Kletterei nicht auch Ängsten ausgesetzt ist. Selbstverständlich hat jeder noch so gute Bergsteiger auch Angst. Und das ist auch gut so. Denn die Ängste sind das einzige Korrektiv, das wir haben. Sie sind es, die uns trotz aller Freude am Klettern vor unverantwortlichem, gefährlichem Leichtsinn bewahren. Es scheint uns wichtig, allzu Übermütige vor allzu großem Leichtsinn zu warnen. Wir wissen, dass die Kletterei an steilem Eis recht leicht aussieht. Und für Geübte ist sie das auch. Besonders wenn einer wie hier von oben sichert, sind die Gefahren äußerst gering. Aber erst einmal muss ja einer vorausklettern. Also, wer sich dieser Faszination hingeben will, tut gut daran, sich anfänglich einem erfahrenen Könner, zum Beispiel einem Bergführer, anzuvertrauen. Hier macht wirklich nur Übung den Meister und erste schnelle Anfangserfolge sollten einen nicht übermütig werden lassen. Zu unterschiedlich kann die Beschaffenheit des Eises sein und der richtige Blick für die richtigen Verhältnisse, der richtige Instinkt bildet sich erst mit zunehmender Erfahrung. Wer aber die notwendige Geduld aufbringt und sich nicht zu früh zu viel zutraut, der wird beim Klettern an gefrorenen Wasserfällen auch diesen besonderen Rausch erleben. Dieses Hochgefühl der Vertikalen kennenlernen, das tatsächlich zu einer Art von Droge werden kann. Zu einem Nervenkitzel der besonderen Art. Und einen ökologischen Aspekt hat diese Art des Bergsteigens auch. Die Spuren, die man dabei hinterlässt, schmelzen mit der Wärme der Frühlingssonne wieder ab. Und Preismann, ha? Richtig Stück vor steil. Die Quizfrage im Zusammenhang mit dem heutigen Thema. Wie heißt der Berg, an dem die beiden Amerikaner Rob Taylor und Henry Barber an der Breach Wall gescheitert sind? Wenn Sie die Lösung wissen, schreiben Sie diese auf eine ausreichend frankierte Postkarte und senden Sie an Sat.1, Reinhold Messner zwischen Himmel und Erde, Postfach 210670, 10506 Berlin. Der Hauptgewinn, eine Woche Aufenthalt in Südtirol für zwei Personen inklusive Übernachtung und Frühstück unter Betreuung der Alpinschule Rosengarten von Hansi Kaufmann mit Privatführung nach Wunsch, gestiftet von der Südtirol Tourismuswerbung in Bozen. Als weitere Preise gibt es diesmal 6 Bücher, je 3-mal Abstieg zum Erfolg von Hans Kammerlander und das Friedel-Mutschlechner-Buch Einer geht immer voraus mit Beiträgen von Reinhold Messner, Hans Kammerlander und weiteren namhaften Autoren. Der Titel der nächsten Folge ist Berge, Kunst und Kitsch. Reinhold Messner spricht über die verschiedenen Kunstformen, die das Bergsteigen und die Berge hervorgebracht haben. Wir besteigen die berühmte Watzmann-Ostwand am Königssee. Eine lange und anstrengende Tour, die von vielen unterschätzt wird und die deshalb Jahr für Jahr ihre Opfer fordert.